Objekt kaufen. Ah, okay. Zack. Speere haben wir noch. Splittergranaten haben wir auch noch. Heckpfeil könnte ich gerne einkaufen. Ein Autoheckpfeil nehmen wir auch noch. Muchas gracias. Kein Problem, gern getan. Dass ich dir ein bisschen Geld in den Rachen geschoben habe. So, ich muss mich allerdings ein bisschen umgucken. Ich war zwar hier schon mal. Oh mein Gott, zwei Big Daddies? Ist das euer fucking Ernst? Mach den Riesenaffen da fertig und schnapp dir die Sister. Einfach umgerannt. Oh, der ist, hat ja gar nicht so viel. Das könnte ja ganz einfach werden. So. Scheiße, ich habe kein Minischütz mehr. Wie war's mal damit? Woo, Big Daddy's Forschungsbonus. Dauerhafte Bohrer-Schadensteigerung. Um 50. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ah, shit, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Hallo. Oh mein Gott. Hui. Da musste ich doch ein paar panzerbrechende Kugeln opfern. Das war eigentlich so nicht geplant. Und mit die Flintenkugeln, das macht ja gar keinen Schaden, finde ich. Dich meine ich. Ja, bist du nett. So. So, hier noch wieder die Leichen durchsuchen. Jawohl, da haben wir wieder einen Arztkoffer. Schrimpen. Schrimpen. Schrotmunition. Schrimpenmunition. Wie komme ich auf so einen Scheiß? Oh, hier haben wir die erste Leiche. Sind noch weiter? Nee, geht's nicht. Okay. Gut. Das könnte lustig werden. So, dich können wir aber, glaube ich, noch hacken. Genau. Alter, geht das langsam. Krass. So. Wie machen wir es jetzt? Wir können erstmal mit der Schrotflinte arbeiten. Mal schauen, ob das was wird. Dein Gesicht, Kleines! Nicht gut. Dieser Engel ist einsam. Oh mein Gott, du schon wieder. Oh mein Gott! Kuckuck. Oh mein Gott. Gott sei Dank kann die Little Sister nicht sterben, sonst hat man hier ein ordentliches Handicap. Das war mein Ernst. Bist du schon fertig? Die ist schon fertig? Oh, hier oben haben wir noch einen Automaten. Ah, ist schön. Da können wir eigentlich gleich mal gucken. Ja, gute Nacht. Hallo. Wundert mich, dass die überlebt hat. Die hat eigentlich die volle Breitseite gekriegt. Verbandskasten. Schrot.
Es können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ein Hackpfeil und das war's. Optimal, optimal. So, jetzt tun wir erstmal die, die wir hier über den Haufen geschossen haben, nochmal looten. Und dann gehen wir Alter, einen neuen Fall looten. Und dann gehen wir zur nächsten Leiche. Mein Moss macht wieder was er will teilweise, sorry. Aber was will man machen? So. Ansonsten, was das jetzt hier war? Nee, da ist noch eine Kassette. Keine Ahnung, da liegt auch noch einer. Dich habe ich schon. Und dich habe ich auch schon. Okay. Irgendwie brauchen wir diese Nietenpistole gar nicht mehr. Alter, $400. Das ist ja der absolute Hammer. So. Da geht's weiter. Da lang, da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang. Und da. Alles klar. Ich bräuchte aber trotzdem jetzt vielleicht ein bisschen Hilfe. Bin ich zumindest fast der Meinung. Hier liegt ja noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier liegt ja noch so viel. Jetzt wohl nicht mehr. Fallnieten. Haben wir jetzt ja ein paar. Ist die Frage, wo bringen wir die an? Hier. Okay, das war vielleicht ein bisschen dumm. Das ist so hoch. Frage von wo die kommen könnten, ne? Oh, geil. Keine Fallen nicht mehr. Shit. Dann sollten wir uns vielleicht darauf vorbereiten, dass wir hier ordentlich aufs Maul kriegen könnten. Wir haben Eltern gefunden. Na, dann legen wir mal los. Oh mein Gott! Na, das glaube ich kaum. Ist er? Oh mein Gott! Oh, nice. Hat er sich selbst gegrillt, na, optimal, läuft doch. Ah, das war jetzt wieder ein bisschen heilungsintensiver als das letzte Mal. Gut, guck mal hier. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Jäger der Welt habe. Brauchst du nicht, das wissen die so. Die haben mich nämlich schon kennengelernt. So, dann nehmen wir die Fallnieten wieder mit. Den Rest, ja, wurde ausgelöst. Und die da hinten aber noch nicht. Die nehmen wir dann auch gleich noch mit. Zack, so. Jetzt muss ich gleich bloß noch einen Korridor finden.
Schrot ist optimal ausgelassen. Oh, Medikit. Bandagen. Muss ich gleich bloß noch einen Lüftungsschacht finden. Wo ich die Kleine hinbringen kann. Oh. Alter, wir haben so viel Geld. So. Was sagt denn der Lüftungsschacht? Der Lüftungsschacht, wenn ich jetzt geradeaus links laufe. Okay. Da? Nee. Da. Yay, da geht's lang. So, und das war mittlerweile jetzt, glaube ich, die dritte. Danke. Kein Problem. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Eine Nase für Neuigkeiten. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Ja, kein Problem, ich kill dich so oder so. So, zack. Steig in den Zug nach... Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Oh. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Oh mein Gott. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Oh, nee. Die Mädchen, die du vor Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherers Garden nach. Ich habe gerade ein anderes Problem als diese Typen hier. Ganz andere Probleme. Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, ich habe kein Leben mehr. Ja. Alter, diese Little Sister, die muss ja fucking stark gepanzert gewesen sein. Was anderes fällt mir dazu gerade auch nicht ein. Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier überhaupt? Da bin ich. Ich muss aber zurück. In die Richtung muss ich. Ah, Tür auf hier. Hier bin ich richtig. Nice. Puh! Panzerbrechend. Ah, shit. Nice. Big Sister Forschungsbonus steigert. Oh, das maximale EVE Plus. Big Sisters sind allenfällig gegenüber panzerbrechende Kugeln. Geil. Oh.
ja, nicht so gut, dass ich jetzt hier mit so wenig Leben dastehe. 40 Erde im Eve-Spritz und 77 Dollar. Ich brauche einen Automaten. Sonst habe ich gleich ein Access-Problem hier. Guck mal her. Das wollte ich eigentlich nicht kaufen. Was bringt der nächste Moment? Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Situation, bevor Sie handeln. Verblüffen Sie den Gegner mit einer Plasmid-Überraschung. Ich will das haben. Die Belohnung. Fordernder Vater? Was ist das denn? Wenn deine kleinen Helfer beim Sammeln ständig unterbrochen werden, dann sag ihnen mit deinem Fordernder Vater-Tonikum, dass sie sich beeilen sollen. Wenn deine kleinen Helfer beim Sammeln ständig unterbrochen... Ah, okay. Eigentlich braucht man das ja nicht. Momentan läuft das eigentlich so ganz gut. Was macht man nur noch? Wir haben eigentlich jetzt... Bin schon fast am Überlegen, das zu nehmen. Ne? Jetzt brauche ich aber erstmal einen Überblick über die Automaten. Wir müssen ja hier wieder hin zurück. Das ist kein Problem, da kommen wir wenigstens an den Automaten vorbei. Aber wir müssen hier nochmal reingucken eben. Ganz fix. Damit wir, wartet mal, damit wir auch mehr als genug Zeug gleich haben. Ach du Scheiße, ich kann ja gar nichts weiter einkaufen. Oh. Gut, da konnte ich jetzt nichts machen. Ich wusste, irgendwie werde ich abgeschossen. Aber mit so wenig Leben ist das, denke ich mal, nicht so wirklich verwunderlich. Warum überleben denn die das? Das verstehe ich teilweise nicht. So. Müssten wir eigentlich... Ja, geradeaus weiter, dann kommt schon der... Superautomat. Habe ich hier diese... Optimal. Nein, Mann, mache ich nicht. Bitteschön. Hey Mann, du bist abgebrannt. So. Jetzt kriegen wir hier ordentlich Munition. Schrotmunition. Mondmunition, sowas Dummes. Oh, Objekte kaufen. Wir haben ja mehr als genug Geld. Ist egal, die Schrotkugeln haben wir jetzt vorgenommen. Ach komm, nehmen wir noch einen Verbandskasten mit. Oh. Egal. So, kurz mal heilen. Oh mein Gott! Ich weiß zwar jetzt nicht so genau, warum die da hinten so fucking weit weggeflogen ist, aber das sah lustig aus. Vergesst immer wieder noch diese dummen Filme. Husten, hä? Die sind weg.
Die Leichen sind weggebackt. Sonst gibt es eigentlich immer noch die Kassetten dazu. Aber jetzt irgendwie so gar nicht. Das ist doof. So, mein Freund. Ich bin gleich bei dir. Dann bist du an der Reihe. Hoffe ich doch. Zumindest gehe ich mal davon stark aus. Subject Delta. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Weiß ich doch. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Nö, warum sollte ich? Warum sollte ich dich leben lassen? Du hast außerdem Eleanor in Gefahr gebracht, mein Freund. So, Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück? Wow, okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Diesmal lügt Mutter nicht, Vater. Er hat uns das wirklich angetan. Uns beiden. Sag ich doch. Dafür könnte ich aber jetzt das Audiophon nicht anhören. Ach Mann. Wollen wir mit einer Splittergranate abtanzen lassen? Das hört sich eigentlich ganz gut an, ne? Oder mit dem Bohrer. Ach, scheiß drauf hier. Splittergranate. Tschüss, mein Freund. Oh, hatte sogar noch 28 Dollar dabei. Ja, GG. Ich würde sagen, wir ziehen weiter. Hebel umlegen. Auf geht's ins tiefe Nass. Whee!